Ja, die Expo Real ist die wichtigste Messe für die Immobilienwirtschaft in Deutschland und insofern freuen wir uns natürlich, dort ganz viele Kunden zu treffen. Natürlich auch Vertreter der Verbände, Vertreter der Städte und dort in einen sehr guten Dialog zu gehen. Für mich bedeutet es immer, in sehr kurzer Zeit sehr viele Gesprächsteilnehmer zu sehen und mit denen die Dinge auszutauschen, die für unser Haus und natürlich auch für die Kunden wichtig sind. Und das ist der große Vorteil der Expo Real, dass wir innerhalb von 3 Tagen dort alle Gesprächspartner treffen können. Und am 3. Tag ist natürlich Career Day, der Mittwoch, ein sehr wichtiger Tag für die Nachwuchskräfte der Immobilienwirtschaft. Und wir sind dort auch immer vertreten mit einem jungen Team und knüpfen da erste Kontakte zu den jungen Leuten. Wer uns dieses Jahr auf der Messe in der Halle B1 im Stand 344 besucht, wird sich inhaltlich über die Themen austauschen können aus den Hauptregionen, sprich in Hamburg, München, Berlin und Frankfurt. Wir haben natürlich unsere Kaffeemaschine wieder mit dabei, die den besten Cappuccino auf der Expo Real produziert. Und insofern haben wir alles mitgebracht, was eine erfolgreiche Messe für uns auch ausmacht. Das Immobilienklima hat sich wieder positiv entwickelt, nachdem wir im Sommer einen kleinen Dip hatten. Und insofern sehen wir die geopolitischen Themen natürlich, die eine gewisse Volatilität in sich tragen. Aber solange die Fundamentaldaten für die Wirtschaft in Deutschland und Europa positiv sind und die Kapitalmärkte weiter stabil bleiben, sehe ich weiter eine positive Entwicklung für die Immobilienwirtschaft.